Guten Morgen. Ja, ich möchte heute für euch meine Erfahrung teilen mit zwei ziemlich einzigartigen Produkten, jedes auf seine Weise und sicherlich auch für den einen oder anderen für euch interessant. Ihr wisst ja, ich plane zurzeit meine Deutschlandtour, die hoffentlich nicht nur 2 Tage gehen wird, aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall, und dafür, ja, braucht es auch ein bisschen Equipment, und eins davon ist ein Zelt und eins davon ist ein Schlafsack. Und bei beiden, ja, hatte ich ziemlich, ja, individuelle Anforderungen. Und insbesondere beim Schlafsack war es so, dass dieser Selkback, den ich jetzt teste und den ich gekauft habe, dass ein Seitenschläfer immer Probleme hat, wenn er breite Schultern hat, in einem Schlafsack gut schlafen zu können. Das heißt, sowohl die Beine als auch die Arme stellen ein ganz großes Problem dar für jemanden, der breite Schultern hat und Seitenschläfer ist. Und ja, und letztlich, ich habe Schlafsack ausprobiert, auch so einen breiten, und der auch relativ teuer war. Es funktioniert irgendwie nicht und ich kann mich da auch nicht umgewöhnen, weil sonst fängt wieder Drücken an, weh zu tun, ein Bandscheibenvorfall und so weiter. Und letztlich muss es ein Schlafsack sein, der eben kein Schlafsack ist in dem Sinne, dass er alles in einem Sack hat, sondern wo der Sack halt ein bisschen geteilt ist. Ihr habt ja so im Einspieler schon gesehen, dass du ziemlich viel Bewegungsfreiheit hast. Es kommt gleich noch das ganze Video, wo ich Zelt aufbaue, in dem Schlafsack quasi. Und da seht ihr ein bisschen auch so den Schlafsack. Und da ist halt, das ist dieser Selkback. Du hast halt Arme und Beine komplett flexibel. Damit heißt, kannst du halt wirklich mit, wenn du dich drehst im Schlafen, halt wirklich, ja, unkompliziert dich da drehen, du kannst dich bewegen, und ja, ist ein ganz großer Vorteil von dem Selkback. Selkback, ich habe sozusagen die Professional-Variante genommen, weil die Temperatur, wo wir losgehen, durchaus in den Bereichen fallen kann, wo der normale Selkback nicht mehr hält. Der Selkback Professional hat eine Limit-Temperatur, also Komfort ist 11 Grad und Limit ist 4 Grad. Und und ich habe den jetzt halt jetzt erste Nacht getestet. Die Nacht waren es 3 Grad, und von daher mit den 4 Grad, Limit trifft es ganz gut. Also ich habe schon gemerkt, und ich habe noch hier ein Pullover noch drunter, darunter noch ein T-Shirt, und ich habe 2 Hosen an. Allerdings keine Funktionsunterwäsche, sondern ganz normale. Und ich muss sagen, das war durchaus, ja, kalt. Also das Limit ist wirklich auch das Limit bei mir. Viel kälter könnte ich nicht aushalten. Und mit 11 Grad Komfort, das wird es dann wahrscheinlich auch treffen. Und von daher sind die Werte ganz korrekt. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, einen Schlafsack zu holen, und wenn Temperatur, also das Selkback hat hier, sag ich mal, durchaus realistische Annahmen getroffen. Wie gesagt, der große Vorteil sind halt die einzelnen Arme und Beine. Ist auch noch möglich, die Schuhe abzunehmen, so dass man dann halt in dem Schlafsack, wie ihr das gleich in dem Video sehen werdet, auch rumwandern kann. Kleiner Nachteil ist, hier an dem Kopfding sind ja diese Ösen, wo man sozusagen ja festziehen kann. Aber funktioniert bei mir ja mal kurz, und dann wird es wieder weit. Das heißt, hier das zu fixieren, habe ich nicht hinbekommen. Was gut ist, die Fußteile, wenn man sie abnimmt, rechts und links, die sind jeweils, ist der Reißverschluss einmal am Fuß und einmal am Bein. Das heißt, man kann es nicht verwechseln, was links, was rechts ist. Das ist absolut intelligent gelöst. Der Schlafsack hat auch noch ein paar Taschen im vorderen Bereich, wo man quasi reingehen kann und irgendwas im Schlafsack direkt, also nicht direkt im Schlafsack, sondern als Tasche dann haben kann. Ja, also der Schlafsack ist wunderbar. Absolut, wer dieselben Ansprüche hat wie ich oder haben muss, für den ist das super. Und es gibt leider keinen einzigen anderen Schlafsack, der diese Ansprüche erfüllt. Und es gibt tatsächlich nur dieses Produkt, und ich habe zumindest nur dieses gefunden. Und von daher, aber ich bin froh, dass es dieses gab. Und ja, das war der Schlafsack. Meine Erfahrung zum Zelt. Beim Zelt konnte ich glücklicherweise, beim Schlafsack habe ich auch am Anfang einen gekauft für 20 Euro, weil ich dachte, das reicht mir. Wie gesagt, mein Budget ist ja eigentlich ziemlich begrenzt. Mein ganzes Schlaf- und Zelt-Equipment sollte insgesamt 100 Euro kosten. Hat es auch, bis auf den Schlafsack. Der hat 150 Euro gekostet. Also so viel kostet das Selkback. Das Zelt.
Gerade mal 50 Euro kostet das Zelt, ist trotzdem doppelwandig und leicht im Aufbau, leicht relativ im Tragen. Das heißt, es liegt, ich habe es sozusagen nochmal nachgemessen, tatsächlich die Angaben, Herstellerangaben stimmen, es liegt 2 Kilogramm. Wenn man da ein paar Heringe weglässt, ist man sogar unter 2 Kilogramm. Ja, es ist ein Zelt, wie gesagt, für 50 Euro. Was das Tolle an dem Zelt ist, das sind zwei, ist ja doppelwandig, das ist ein Überwurf und ein Unterwurf sozusagen, ein normales Zelt. Und im Sommer ist es so, dass wenn du nur den Unterwurf nimmst, der halt durchsichtig ist, der ist halt geschützt vor Insekten, aber es ist halt durchsichtig und da kannst du halt direkt quasi in der Natur unterm Sternenhimmel liegen und das ist halt total geil. Ihr seht das ja jetzt hier auch so ein bisschen im Hintergrund, das ist hier durchsichtig. Genau. Ihr hört es vielleicht auch, die Nacht hat es geregnet und es hat gestürmt. Ich bin trocken. Innen, wenn ich hier sozusagen lang fasse, ist es trocken. Also ja, ist wirklich, dass da nichts durchkommt. Ist natürlich nur eine Nacht jetzt und ja, kann man nicht sagen. Aber es hat quasi durchgehend geregnet. Und wie gesagt, wir reden ja immer noch in 50 Euro. Vom Platz her, ich bin ein Mann. Ne? Das Ding ist ein Zwei-Mann-Zelt. Ich habe auch eine relativ hohe Matratze. Einer kann hier wunderbar bequem drin schlafen. Rechts und links passt hier noch Rucksack, alles Mögliche hin. Es geht auch zu zweit. Aber da braucht man jetzt eine dünne Matratze, weil es halt, wie gesagt, hier natürlich abschrägt und entsprechend, ja, hast du halt ein bisschen die Matratze sozusagen in der Seite, wenn du zu zweit schläfst. Aber möglich, also zur Not können auch zwei Leute hier schlafen. Bequem kann einer hier wunderbar schlafen. Ich bin 1,96 und wiege 100 Kilogramm, also da passt viel rein. Achso, noch zu dem Schlafsack. Der Schlafsack bis 1,90 steht da und mit 1,96 ist so ein bisschen straff, die Kapuze kannst du hochziehen, aber theoretisch mit 1,96 passt gerade so auch noch in den Schlafsack rein. Das muss man auch sagen. Genau, ansonsten zum Zeltaufbau werdet ihr gleich sehen, wie lange wir gebraucht haben. Ich kann es eigentlich schon sagen. Es waren gerade mal 10 Minuten, es war wirklich einfach. Wie der Aufbau geht, werdet ihr auch mitsehen. Ja, also von dem Zelt her für 50 Euro, ich bin sowas von begeistert. Also das geht nicht besser. Also das geht definitiv nicht besser. Für 50 Euro ein Zelt in der Qualität, absolut, ja. Also in der Qualität, das leichte Aufbau, die leichten Materialien. Es hält auf jeden Fall eine Nacht Sturm und Regen aus. Ne? Das ist erstmal, was da noch kommt, weiß ich nicht. Und ja, also da gibt es für mich persönlich nichts Negatives zu sagen. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, es kommt noch das Video. Habt viel Spaß. Wir hatten es auch beim Aufbau. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Alles Liebe, euer Christian. Tschüssi. Money. Yeah.
Matroña y rompacabe, Dalosa, Cresina, Flux.